Hier ist immer noch das Raumschiff Trek Special Science Fiction mit Captain Bruce am Steuer. Die Globalisierung war da. Der ultraliberale Kapitalismus breitete sich aus. Dann brach der Kommunismus zusammen. Es war klar, dass sich der Kalte Krieg auf die eine oder andere Art dem Ende zuneigte. Die Welt veränderte sich und unsere andersdenkende Generation wollte das dokumentieren. Wir waren die literarische Antwort auf die um sich greifende Silicon Valley-Ideologie. Es war eine Art kalifornische Cyberkultur. Nur eben nicht kalifornisch. ...1977 tragen die Butthole Surfers, eine von Kurt Cobains Lieblingsbands, die Punkwelle nach Texas. Für Sterling ist es die Erleuchtung. Warum nicht Do-it-yourself und Fuck-the-System-Mentalität mit der Informatik kombinieren, die gerade an den ersten Computerchips knabbert? Im Jahr 77 kommen PCs mit 2000 verkauften Exemplaren weltweit zwar gerade so häufig vor wie vierblättrige Kleeblätter, doch für Bruce ist klar, Punk in Verbindung mit Informatik wird die Welt verändern. Das Asimov-Magazin tauft die neue literarische Strömung auf den Namen Cyberpunk. Und Mirror Shades, von Bruce veröffentlichte Kurzgeschichten verschiedener Autoren, ist die neue Bibel. In Mirror Shades geht es um Zeitreisen und um Leute, die bei ihren Reisen in die Vergangenheit ein sehr primitives und überhebliches Geschichtsverständnis an den Tag legen. Für sie ist die Vergangenheit nichts wert. Wir kommen aus der Zukunft, ihr nur aus der Vergangenheit. Und das gibt uns das moralische Recht, euch auszubeuten und wie Primitive zu behandeln. Sie verweigern jegliche Solidarität mit den Menschen der Vergangenheit und betrachten sie als Untermenschen, weil sie nicht so weit entwickelt sind wie wir Menschen der Gegenwart. Um diese politische Problematik geht es. Schismatrix hingegen ist ein ausgeklügeltes, ehrgeiziges Weltenkonstrukt. Es basiert auf Kurzgeschichten und einem abschließenden Roman über eine imaginäre Zivilisation der Zukunft, in der die Menschen im Weltall leben. Sie sind aber nicht einfach nur Astronauten, denn das Leben im All, ohne jeglichen Kontakt zur Erde, hat sie physisch und psychisch verändert. Sie verlieren allmählich ihre Menschlichkeit. Evolutionsbedingt suchen sie sich Nischen und haben sich nichts mehr zu sagen. Sie sind posthuman. Anfang der 90er holt die Realität die Fiktion ein. Bruce Sterling reagiert mit seinem Buch The Hacker Crackdown auf eine groß angelegte FBI-Operation gegen die ersten Cyberpiraten. Kevin Mitnick, alias Condor, landet als erster Hacker auf der Liste der 10 meistgesuchten Flüchtige der USA. Im Zuge der Operation Sun Devil werden hunderte Computer beschlagnahmt, allerdings mit mäßigem Erfolg, da die Nachrichtendienste total überfordert sind. Ein Debakel mit Folgen. Zum Schutz der von FBI und CIA bedrohten Meinungsfreiheit im digitalen Raum wird die Electronic Frontier Foundation gegründet. Ich traf einige CIA-Leute und habe natürlich mit ihnen gesprochen. Aber ich werde doch nicht überwacht. Ich war einer ihrer Berater. Und natürlich existieren sie. Es gibt Hunderttausende von ihnen. Ich kenne auch Leute von der NSA und vom Nationalen Aufklärungsamt. Sie waren immer sehr nett zu mir, haben mich nie bedroht. Warum? Sie lesen wohl meine Bücher. Sir? Shall I? No. It's my job now.
Skynet defense system We're in. Now activated. Past the firewalls, local defense nets, Minutemen, and subs. Skynet fully operational, processing at 60 teraflops per second. Sir, it should take less than a minute to find the virus and kill it. You're already. Wir werden doch schon kontrolliert und überwacht. Wenn du ein Smartphone bei dir hast, ist es leicht für die Polizei nachzuvollziehen, was du tust. Es ist nicht so, dass Leute dich explizit beobachten, aber es gibt überall Kameras, die deine Spuren aufzeichnen. So, let's just say. Angenommen, du willst die Kasse eines Schnapsladens stehlen. Dann kommt doch keiner und warnt, überfall den Schnapsladen nicht. Natürlich kannst du den Schnapsladen ausrauben, aber unter den Augen der laufenden Überwachungskameras. Und dann heißt es eben, hat diese junge Frau mit der schwarzen Hose und den schwarzen Schuhen nicht um 11.54 Uhr den Schnapsladen überfallen? Checken wir die Kameras. So verfolgen sie die Spur bis zu dir zurück.